So pflegst du deine Rosazea-Haut. Und übrigens Teil 1 und Teil 2 zum Thema Rosazea findet ihr schon weiter unten im Feed. Rosazea gibt es in trockener Haut und in fettiger Haut. Entsprechend variiert die Pflege. Am besten das Gesicht nur mit warmem Wasser und Handtuch reinigen. Bei einer Waschsubstanz, wenn man das unbedingt möchte, darauf achten, dass die möglichst auf Basis von Zucker und Kokostensiden ist. Aber mir ist wirklich lieber nur warmes Wasser und Handtuch. Einfach mal 4 Wochen ausprobieren. Eincremen am besten mit ganz milden Cremeprodukten. Wenn man seine Creme des Vertrauens gefunden hat, dann auch nicht experimentieren und wechseln, sondern bei diesem System bleiben. Immer nur die Stellen eincremen, die trocken sind und spannen, die ja zusätzlich zur Therapie vielleicht immer noch bedürftig sind. Am besten sind Cremes auf Dermamembranstrukturbasis oder auch hautähnliche Lipide genannt. Da sind die Lipide zum Beispiel aus der Shea-Butter oder auch Ceramide oder andere Lipide, die unsere Haut im Naturzustand ebenfalls bildet. Dadurch wird die Hautbarriere gut unterstützt und Entzündungen haben weniger Chance.